Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in Afjila, wo hier unsere Hauptangriffstruppe rund um Zeso, Bestia und Synoros immer noch darauf wartet, dass sie endlich Rauch aufsteigen sehen und damit wissen, dass die Brücke in Brand gesteckt worden ist. Wir kommen hier extrem gut zurecht. Bei der Brücke könnte es tatsächlich zeitlich so ein bisschen knapp werden. Müssen wir mal schauen. Also ich denke, in der nächsten Runde wird die erste Brücke brennen. Und dann ist die Frage, wie schnell wir die zweite in Brand setzen können. Ich denke, wir müssen uns dann definitiv darauf fokussieren, dass wir also uns nicht weiter in Kämpfe verwickeln lassen, sondern möglichst schnell einfach eine Fackel auf die Brücke werfen. Jetzt sind wir aber erst einmal hier bei unserer Haupttruppe, wie gesagt. Und ja, müssen hier im Grunde einfach nur den Gegner in Schach halten, bis dann die Brücken endlich brennen. So, wir fangen wieder an mit Liberalis. Ich denke, er kann mal hier vorgehen. Und kann mal... Wow. 11 bis 17. Sie kann er nicht sehen. Was ist mit denen hier unten? Ja, kann er auch nicht sehen, aber 11 bis 17 ist ja optimal. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann glaube ich, kann er da eigentlich auch ganz gut stehen bleiben. Tja, viel kann unsere Truppe hier momentan nicht machen. Also ich denke mal, unsere Verbündeten, da kommen ja auch demnächst wieder welche nach. Die halten hier die Stellung. Die werden hier so in ein paar Kämpfe verwickelt werden. Das werden sie aber hoffentlich schaffen. Wir können uns eigentlich hier nur platzieren, dass wir bereit sind, sobald die Feuer nicht mehr brennen. Wir gehen mit... Bestia hier nochmal einen Schritt vor. Hier können wir im Grunde dahinter stehen bleiben. Hier bilden wir sozusagen die zweite Front. Hier ist auch kein Fernangreifer mehr dabei. Hier ist noch so ein Berserker. Aber da haben wir nicht allzu viel zu befürchten. Wir stellen uns hier daneben mit Zeso. Klar, wir könnten jetzt hier ein paar Pilar werfen. Allerdings würde ich mir die ganz gerne noch aufsparen. Synoros kann sich noch hier hinterstellen und wir können hier Petronius noch mit nutzen. Wobei, vielleicht können wir ihn mit hier runterschicken, dass wir zumindest in diesem Kampf auch so ein bisschen mit involviert sind. Wir lassen mal die anderen vor, aber werden hier mit Petronius so ein bisschen den Rückraum abdecken, so will ich mal sagen. Gehen wir mal bis hier vor, so ein bisschen an dieser Frontlinie. So, dann ist die Frage, können wir noch irgendwas Sinnvolles tun? Hier könnten wir mobilisieren. Koordinieren. Schadet sicherlich nicht. Dann sind die alle soweit koordiniert. Okay. Jetzt sind unsere Katapulte nochmal dran. Oh, das war sehr gut. Jetzt müssen die Katapulte wieder neu ausgerichtet werden. So, die liegen da jetzt. Das ist gut. Ich würde sagen, dadurch, dass die da liegen, werden wir jetzt hier volle Kanne versuchen, die auszuschalten. Aber die drei reichen erstmal. Die brauchen ja zum Aufstehen irgendwie zwei Runden. Bis dahin sind unsere Katapulte auf jeden Fall nochmal dran. Ja, das sollte ausreichen. Die anderen Katapulte, denke ich, können wir sparen. Wir könnten hier nochmal ein Feuer legen, so dahinter. Nee, aber ich denke, die sparen wir auf. Werden auch Steinchen geworfen. Ah, sehr schön, er hat ihn ausgeschaltet. Ja, gleich zwei. Sehr gut. Information! Vorrücken! Er hat hier auf einen der am Boden liegenden... Ja, jetzt nicht zu nah da rangehen. Ja, jetzt ist das Feuer längst auch hier aus. Jetzt hätten wir das auch anders machen können.
Die schalten immer knallhart die Gegner aus. Ja, und unsere gute Julia hat hier wirklich Probleme mit dem Gift. Aber das sollte sich jetzt erledigt haben. Das ist ein bisschen ungünstig mit denen. Wir machen jetzt diesen Schuss. 100%, sehr schön. 14 bis 15 machen wir den Kopfschuss. Zack, sehr schön. Jetzt die Frage, soll sie da runtergehen und auch nochmal eine Fackel holen? Ich würde sagen, es schadet im Zweifel nicht. So, und hier müssen wir uns jetzt beeilen. Das hat eine Reichweite von 8 Hexfeldern. Das heißt, wir können auf jeden Fall bis hierher gehen. Weil sie ist beweglicher, ne? Dann würde ich hier mit Krixus werfen. Wir gehen mal bis hier hin. Aber ist die Frage, werden wir erkannt, wenn die Brücke brennt? Ja, ist eigentlich egal. Die werden ja dann erstmal in eine Alarmbereitschaft versetzt. Bewegen können wir uns dann ja immer noch. Und wir müssen die Brücke jetzt in Brand setzen. Wir haben nämlich nur noch 2 Runden. Der Feind ist hier. Macht euch bereit. Ja, okay. Also das haben sie jetzt mitbekommen, wie leider zu erwarten war. Krixus geht... Dann hier weiter fort, schauen wir nochmal. Hier haben wir Bogenschützen. Oh, hier oben auch noch einige Kämpfer. Ja, die müssen wir eigentlich ignorieren. Wir müssen uns jetzt voll auf die Brücke hier konzentrieren. Wir gehen hier hin, dass wir so weit in Deckung sind. Wie weit kommt Camilla? Ich bin gewillt mit ihr 1, 2... Vielleicht schafft sie das. Es ist ein bisschen riskant. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es schafft, so weit zu werfen oder ob auch hier irgendwie der Turm, ob das mitberechnet wird, dass der im Weg steht. Aber ich bin gewillt, mit ihr bis hier vorne vorzugehen. In der Hoffnung, dass es dann schon funktioniert. Na? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, aber in der nächsten Runde dann auf jeden Fall. Gut, dann geht jetzt hier... Metellus noch hinterher. Er wird so ein bisschen dann als Block von dieser Seite fungieren. Also wir können uns das jetzt ohnehin nicht mehr leisten, zu kämpfen. Und auch er kann natürlich ja logischerweise nichts machen. Gut, dann können wir hier die Runde erstmal beenden. Haltet die Stellung! Wir sind hier im Vorteil! Ja, das ist gut. Bleibt mal einfach stehen. Ein ekliger Giftpfeil. Wenn ihr den Feind seht, duckt euch gemeinsam gegen sie vorgehen! Hier lang! Okay, da kommt unsere Verstärkung. Wie lange sollen wir hier aushalten? Nicht mehr lange, ist bald geschafft. So, hier fangen wir wieder an. Die Ziele kannst du nicht sehen, ist auch nicht weiter wild. Ihn kannst du auch nicht sehen. Handlungsunfähiges Ziel töten. Ja, bevor wir nichts tun. Kann nochmal so ein bisschen... zeigen, was er kann. Das war auch wieder ein sehr beeindruckender Schuss, wie ich finde. Wir brauchen hier nichts weitermachen, ehrlicherweise. Wir können uns hier bereit machen. Sinneros kann wieder Logistik machen. Hier könnten wir im Zweifel, wie weit kämen wir denn vor? Eher. Wir können hier einen Schritt vorgehen. Wir könnten uns hier auch bereit machen. Mehr brauchen wir tatsächlich nicht machen. Wir haben das hier komplett im Griff. Wobei, was wir noch machen könnten, apropos komplett im Griff. Sinneros hat jetzt ja was gemacht. Er könnte bei Gelegenheit nochmal, wobei das können wir sogar noch machen.
Ach, ich wollte gerade sagen, er könnte Tabat heilen, aber die sind ja alle bei bester Gesundheit. Nö, dann ist gut. Ja, das war schon mal erfolgreich mit den Katapulten. Ich weiß nicht, ob wir die noch in einem späteren Zeitraum auch nutzen können. Ich würde erstmal nichts weitermachen. Auch nicht, bevor wir nicht wissen, woher genau die Verstärkung kommt. Wartet, Armin! Ich muss meinen Tod rächen! Hier brennt er munter vor sich hin. Er ist wieder aufgestanden, auch nicht schlecht. Ja, und greift ausgerechnet den an, wo er nichts machen kann. Ja, und jetzt hat er sich auch zerlegt. Na gut. Die werden den ja wohl ausgeschaltet kriegen, oder? Jawohl, sehr gut. Bei Mars, helft mir! Alles ja. Gut, ich hab euch. Sehr schön. Ja, hier gibt's tatsächlich kaum noch was zu tun. Was wir noch machen könnten, was gut wäre, jetzt hier an die Medizinkiste zu kommen. Jetzt ist auch hier das blöde Gift von Camilla. So, wie weit müssen wir denn noch? Das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, wenn ich die Fackel aus Versehen dahin schmeißen. Oh Leute, wenn wir das jetzt nicht schaffen, wir kommen da nicht hin. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir wirklich ganz gut vorangekommen sind. Ein Feuerpfeil. So weit kommt sie aber nicht, ne? Ja, sie sollte sich ja eine Fackel holen. Ich fürchte, wir schaffen das nicht. Also wir müssten den hier ausschalten, dann durchlaufen, die Schläge hinnehmen und dann die Fackel werfen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, die wir haben. So, kannst du nicht treffen. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben. Das ist die Schwachstelle. 4 Schaden. Dann hier das... Jetzt brauchen wir es nämlich. Oh nein, das können wir nicht. Dann können wir nämlich keine Fackel mehr werfen. Und sie kann sich mehr bewegen. Weil er mehr einstecken kann, ne? Ja, wir machen das mit Metellus. Aber da müssen wir den trotzdem ausschalten. Es muss gelingen, den auszuschalten. Komm, kriegst du es ran? Kriegst du es, kommt nicht ran. Aber wir haben 2 Angriffe. Wir können mit ihr angreifen und wir können mit Metellus angreifen. Wir fangen mal an, den Niederschlagen ist gut, dafür muss sie da aber auch rangehen. Hier das Schild runterbringen. Feld muss innerhalb von 2 Hexfeldern sein, wenn wir hier hingehen. Oh, jetzt ist es wirklich kritisch. Kann das Ziel nicht erreichen? Wieso? Sind doch 2 Hexfelder. Okay, da müssen wir rangehen. Ich glaube, vorbeilaufen kann er trotzdem. Ja, jetzt steht er wieder, muss ein Hexfeld entfernt sein. So, und jetzt ist ihre Aktion sogar wieder hergestellt.
Er muss da durchkommen. Schafft er aber. Ja, sehr gut mit seinem Schild. Puh, Leute. Oh, das war aber im allerletzten Moment. Aber da stürzen die Brücken ein. Ihr müsst schon zugeben, Brände legen löst einfach so viele Probleme im Leben. Kehren wir zum Lager zurück und holen uns einen verdienten Schluck zu trinken, während die anderen diesen Kampf zum Abschluss bringen. Kämpft. Dieser Teil der Stadt gehört uns. Sammeln wir uns und stoßen wir dann zur Zitadelle vor. Aber warum schweigen unsere Katapulte? Oh, sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt ist die Frage, was ist mit den Katapulten? Da sind sie. Ich habe mich schon gefragt, wann sie versuchen würden, unsere Katapulte zum Schweigen zu bringen. Zu den Waffen, Leute! Lasst sie nichts kaputt machen! Okay. Also hier gibt es jetzt einen Angriff auf unsere Katapulte. Das Problem ist, die kann man natürlich auch niederbrennen und so weiter. Die kommen aber, wenn ich es richtig sehe, nur von vorne, in Anführungszeichen. Ja, wobei, hier kommen auch welche. Ja, und hier haben wir jetzt die schwächste Truppe auch, ehrlicherweise. Hier haben wir aber Healer, die wir aufnehmen können. Ich denke, wir teilen uns auf 2 und 2. Septimus ist, warum ist Septimus ein bisschen verletzt? Ist schon irgendwo gekämpft? Hier haben wir Speerfässer. Na, gehen wir mal hier hoch mit den beiden. Und die anderen beiden bleiben hier unten. Weil wir fangen mal direkt hier an, dass wir uns direkt Pilar nehmen können. Okay. Ach, die dürfen wir noch anfangen. Die kommen ganz schön weit. Ja gut, wenn sie das Feuer nicht auf die Katapulte werfen, ist schon okay. Ach, die Seite auch. Die habe ich komplett übersehen, muss ich gestehen. Die hatte ich gar nicht gesehen. Okay, wir müssen 14 töten. Das heißt, wir müssen uns auf die konzentrieren, die schnell und leicht zu töten sind. Also primär die Milizionäre. Ja, genau. Hauptsache, du greifst hier diesen kleinen Wall an. Na gut. Lasst uns den Römern zeigen, was passiert, wenn wir es ernst meinen! Oha. Das sind ja nur nicht wenige. Hier haben wir auch Feuer, was auch schön ist. Wir nehmen uns aber als erstes so ein Pilum. Mit ihm einfach auch schon mal. Dann haben wir doch hier schon den ersten. Das erste Opfer. Ja, wir kommen ansonsten aber auch gar nicht ran. Du hast auch nicht mehr Bewegungspunkte. Sie hat das Feuer. Oh, das Feuer wäre hier natürlich schon nice, ne? Das Feuer wäre hier schon nice. Dann gehen wir mit ihr mal bis hier vor. Nein, wir gehen bis hier vor. Ja, es sind am Ende dann aber auch nur zwei, die wir hier treffen. Aber zwei starke, ein Berserker und so ein Wüstenkrieger mit Schild.
Hier hinten haben wir noch einen Berserker. Ja, vielleicht machen wir es so, dass unsere Leute trotzdem gut angreifen können. Nicht so, weil dann sind sie ja selber, dann müssen sie ja ins Feuer gehen, um anzugreifen. Also wir werfen das mal hier hin. Viel mehr kann sie dann nicht machen, dann wird sie sich noch eine Rüstung basteln. Er geht bis hier vor, setzt das ein. Sieben Schaden, geht zurück und holt sich ein neues. Und geht dann wieder ein Stück in die Richtung. So, dann schauen wir mal hier oben. Hier kommt einer an. Hier kommt schon einer an. Können wir da denn hinwerfen oder sind die in Deckung? Ja, wir gehen. Kommen wir da von da aus da ran? Wir gehen so rum. Ja, wir fangen mal mit ihm hier an. Hier kann er sie nicht sehen. Hier, den hinteren trifft er. Und nimmt sich direkt Neues. Und geht hier hin. Hier gehen wir jetzt hier hin. Wir haben gesehen, von hier können wir... Hier sind jetzt keine mehr übrig. Das werden gleich unsere Verbündeten hier abdecken. Dann gehen wir hier auf diese Seite. Und nehmen hier noch eins. Ich glaube, unsere Verbündeten müssten jetzt am Zug sein. Erstmal brennen die leider ein bisschen. Sehr schön, 9 Schaden ist gut. Ja, da zu mobilisieren. Das war eine gute Platzierung von der Standarte. Sehr schön, er hat den ausgeschaltet. Da waren es nur noch 13. Da waren es nur noch 12. Spart eure Pfeile auf, bis ihr das Weiße in ihren Augen erkennen könnt. Nein, schaltet sie jetzt aus. Den haben sie flankiert, auch gut. Genau, das war das Ziel, dass sie da angreifen können. Er schießt einen Feuerpfeil. Sehr schön, er schaltet aus, da waren es noch 11. Der nächste... Er geht schon rüber. Okay, jetzt sind die Gegner wieder dran. Ich hätte gedacht, wir hätten noch mehr Leute, die was hätten machen können. Ja, hier ist jetzt gerade schlecht. Ihr habt euch vollkommen ungeschützt gelassen. Ich glaube, ein Katapult wird... 6 Schaden ist... Ja, nur ein Streiftreffer. Abgewehrt mit dem Schild. Also hier am unteren Teil sind wir ein bisschen... geschwächt gerade. Hast du die Aktion wiederhergestellt, deswegen können wir nochmal schießen. Hm. Er brennt jetzt leider wieder. Okay, aber er hat einen Pila. Hier sind wir bei 7. Haben wir irgendjemanden, der es löschen kann?
Ah, die sind auch zu weit entfernt. Nicht wirklich. So, kann er den ausschalten hier? Ne, muss da ein bisschen näher ran. Hier haben wir auch keine mehr übrig. Das heißt, da brauchen wir uns nicht mehr drauf konzentrieren. Okay, den kann er ausschalten. Sehr gut. Dann gehen wir hier rum. Das kann er auch, ohne dass er irgendwo... Wobei, er hat noch einen Angriff, ne? Den Angriff jetzt nicht zu nutzen, ist da irgendwo auch dämlich. Hm. Gerne würde ich hier den angreifen. Wir müssen dann ausschalten mit ihm, damit er weiterlaufen kann. Aber das sollte doch gelingen. 18, was kriegt sie denn runter? 13 wäre schon stark. Oder halt 11 sicher. Trifft mehrere Ziele. Ja, das ist auch nicht so optimal. Ja, in der Hoffnung, dass er nur noch 5 übrig hat, ne? Wobei sie hat auch noch ein Pilum. Haben wir hier schon andere, die geschwächt sind vom Gegner? Hier ihn zum Beispiel, aber er brennt auch. Können wir ihn... Ihn könnten wir abwerfen. Er ist auch blöd, aber unsere Freunde sind vorher dran. Wir werden sich um den kümmern. Es wäre gut, glaube ich, den noch ein bisschen zu schwächen. Dann gehen wir mit ihr ein Feld vor. Den werden unsere Verbündeten ausschalten. Dann gehen wir hier drauf. 6 Schaden. Dann gehen wir... Ah, sie ist dann allerdings schon sehr im Kampf gebunden. Warum steht ihr immer noch? Okay, das war aber kritisch. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich mit ihm hier rangehen. Mit einem einfachen Hieb das hier ausschalten. Da haben wir sogar seine Aktion wiederhergestellt. Wir gehen mit ihm aber hier rum, um neues Pilar aufzunehmen. Er glaube ich sogar... Ah ne, er hat schon einen eingesetzt, okay. So, er kann auch gar nichts mehr machen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Nera? Hier kommen wir nicht ran. Das hier ist jetzt allerdings auch recht ungeschützt. Hier, das könnte sie nicht erreichen, um eine Fackel aufzunehmen. Ich denke, wir ziehen uns mit ihr hier ein kleines Stück zurück, um diesen Durchgang hier zu schützen, damit niemand jetzt hier in Richtung von diesem Katapult geht. Oder? Ja, es massiert sich aber gerade sehr hier auf dieser Seite. Nee, vielleicht sollten wir da doch mehr unterstützen. Und vielleicht hier rangehen, dass der nichts machen kann. Wobei, dann ist sie ja auch schon sehr exponiert. Wir gehen hier hin. Dann kann sie sich ein bisschen heilen. Nächste Runde kommt auch schon gegnerische Verstärkung. So, hier sind wir gut positioniert. Hier habe ich so das Gefühl, ich meine, auch wenn die ehrlicherweise noch nicht viel runtergegangen sind, dass wir hier ganz gut dastehen. Die hier sind problematisch. Weil dieses Katapult auch ohnehin brennt. Ich weiß gar nicht, ob wir das retten können. Aber meine erste Intention wäre hier... Ah, wir kommen hier... Oh, da müssen wir sehr umständlich außen rumlaufen. Aber gut, geht nicht anders. Aber bis hier... Bis hierhin. Ja,
Ja, wir können hier zumindest das Schild runter machen, dass der angreifen kann. Oder auch er. Oh, Schildbruch. Das ist auch sehr gut. So, hier haben wir keine Pieler mehr. Und er hat keinen taktischen Platz frei. Dann sollte er sich hier doch mitkümmern. Kommen wir von hier aus an? Nee, ne? So weit ist die Reichweite auch nicht. Wir müssen noch 3 Felder weitergehen. Nein, reicht immer noch nicht. Ja, und dann ist die Frage, kämpfen wir hier weiter? Ich glaube, wir können hier guten Gewissens stehen bleiben. Können dann hier erstmal nichts weiter machen. Okay, gut, ich bin hier guter Dinge, beziehungsweise wir können, glaube ich, uns jetzt den Zug unserer Verbündeten... Ja, wobei, das geht ja direkt weiter mit dem Zug der Gegner. Das wird mir dann doch einen kleinen Tick zu lang. Ich bin momentan noch guten Mutes, dass wir vielleicht 4 von 5 Katapulten retten können. 3 von 5 wäre, glaube ich, auch schon nicht schlecht. Wir sind auf einem guten Weg. Weiter geht's in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut. Euer Henri.